Herzlich willkommen, Freunde, in einer Stadt, die nicht mal 50 Jahre existiert. Ich bin schockiert, Leute. Eine Stadt, die heute das russischsprachige Zentrum des Landes ist. Und eine Stadt, die liegen gelassen wurde und bekannt ist für Arbeitslosigkeit und Drogenkonsum. Clash of Cultures, Stadt der Widersprüche. Ich befinde mich in Litauen, dem neunten Land von The Soviet Project. Die Stadt, die ich heute besuchen werde, wurde tatsächlich erst 1975 gegründet. Denn ganz in der Nähe wurde ein Atomkraftwerk errichtet und man brauchte Platz für die Arbeiter, die aus der gesamten Sowjetunion kommen sollten. Das Kernkraftwerk Ignalina war das einzige in ganz Litauen und war von 1981 bis 2008 in Betrieb. Unter den Parolen Lenin, die Macht der Partei und die Kraft des Volkes sichern den Sieg des Kommunismus, sollte das Atomkraftwerk das Vorzeigeobjekt der damaligen Sowjetunion werden und den Aufstieg in die Moderne demonstrieren. Seit Schließung des Kraftwerks gilt die Stadt jedoch als sozialer Brennpunkt, der gezeichnet ist von hoher Arbeitslosigkeit und Drogenmissbrauch. Die Rede ist von Visaginas. Folgt mir durch die Atomstadt Litauens. Auf der Fahrt gingen mir allerlei Gedanken durch den Kopf. Glaubt man den Berichten, ist Visaginas eine heruntergekommene Stadt, die mit Armut und Arbeitslosigkeit zu kämpfen hat. Ihr wisst ja, ich versuche auf meinen Reisen quer durch die ehemalige Sowjetunion immer mit Leuten ins Gespräch zu kommen, aber heute bin ich nervöser als sonst, weil ich nicht weiß, wie Menschen in so einem berüchtigten Ort auf mich und meine Kamera reagieren. Auf jeden Fall ist dieser Ort spannend und unglaublich eng mit dem Atomkraftwerk der Stadt verbunden und ich bin gespannt, wie viel Sowjetunion in dieser Kleinstadt noch aufzufinden ist. Obwohl die Bevölkerung hier russischsprachig ist, zumindest 55% ethnische Russen, sind die Geschäfte noch auf Litauisch, die Straßen sind auf Litauisch, also ein interessanter Clash of Cultures, also fällt direkt auf. Obwohl alle Leute Russisch sprechen, ist nicht unbedingt alles auf Russisch beschriftet. Was denkst du über die Stadt, Henning? Weniger trostlos, als ich erwartet habe. Man merkt auf jeden Fall, dass die Leute sich zumindest ein bisschen Mühe gegeben haben bei der Stadtplanung. Das auf jeden Fall, ja. Aber im Vergleich zu Vilnius ist das schon ein starker Unterschied, muss man sagen. Ja, auf jeden Fall, ja. Es ist funktionaler. Vilnius ist verschmückt und auf Schönheit ausgelegt und hier ist es eher auf Funktion, finde ich. So, ich merke es direkt an Art und Weise, wie gebaut wurde. Ja, das ist schon auffällig. Один вопрос, два вопроса. Ну, например, вы уже жили здесь, когда это атомная станция была? Да, жили. И тогда... Когда работала, жили. А, и было лучше тогда, или при СССР, или сейчас жизнь лучше? Трудно сказать. Абсолютно разная жизнь. С одной стороны, там социальные гарантии хорошие были. Но с другой стороны, как мне, так мне сейчас лучше. Можно сказать, были лучшие вещи и... Не так хорошие вещи и сейчас тоже, да? Например, я слышал, что здесь, сейчас много без работы, да, в этом городе, или улучшили уже? Ну да, с работой не очень хорошо здесь. Не очень. И молодые уезжают. Уезжают, да. Ну да. А вообще, как жизнь здесь? Еще ну, хорошо, нормально. Все хорошо, да, мы пенсионеры. Лучший город для пенсионеров. Да. Это вот это. Природа прекрасна. И, ну, я знаю... Ну, большинство населения здесь русские или литванцы? О, сейчас... Нет, говорят на русском. Здесь больше, скажем так, русскоязычные. Да. Потому что не все русские. Есть украинцы, есть белорусы, есть поляки. Порядка 20 национальностей. Порядка. Ну, вот представьте. Но больше говорят на русском. Да. Можно спросить, какой национальность у вас есть? Ой, как вам сказать... У нас смесь. Мы просто продукт Советского Союза, можно так, если выразиться. Все были граждане Советского Союза. Да, мы украинцы. У нас есть польская кровь, украинская, белорусская, еврейская. Ну, кто мы? Скажите, пожалуйста, космополиты? Ну, да, это очень прекрасный взгляд.
позитивный. Жизненный. Простите, пожалуйста. Спасибо. Anscheinend ist dieser Ort für Rentner gar nicht so schlecht, weil ihr habt viele Grünflächen und die Stadt war ja auch ausgelegt, dass du hier gut arbeiten kannst. Das Atomkraftwerk war hier und du musstest den Leuten ja irgendwie schmackhaft machen, hier zu leben. Das heißt, die Stadt ist jetzt keine Katastrophe. Auf der anderen Seite jedoch ist es natürlich so, dass die Perspektivlosigkeit hier schon existiert, vor allem für die jungen Leute. Die jungen Leute gehen alle ins Ausland oder verlassen die Stadt und kommen nur für die Sommerferien her. Und das zeigt so ein bisschen, wenn du jung bist, kannst du hier nicht wirklich arbeiten. Es gibt kaum Jobs und die Jobs, die es hier gibt, sind sehr schlecht bezahlt. Aber ja, weiter geht's. Schauen wir mal, was wir noch so rausfinden in der Stadt. Ja, guck, ob's das ins Video schafft. Город растущий, но на данный момент как бы не так быстро растущий, как станция строилась, но все равно с каждым годом количество людей в городе увеличивается. В принципе, сейчас около 22 тысяч живет в городе людей. Молодых семей побольше появляется, люди из-за границы возвращаются сюда. Много людей приезжают из больших городов, потому что тут относительно квартиры дешевле, чем в Вильнюсе, в Каунасе, в Клайпеде. Тут город, ну, очень удобный для молодых семей тоже. Садики, школы, кружки для детей. Все рядом, в принципе, весь город за полчаса можно пешком пройти. Тереза, спасибо. Последний вопрос, потому что это меня интересует. В принципе, тут очень много национальностей в городе живет, потому что когда строилась станция, сюда приезжали со всего Союза. И русские, и казахи, и кто угодно, литовцы, да, все сюда приехали. И потом, когда вот станция работала, тут, ну, рождались дети, естественно, они, ну, дети в. Когда стала уже Литва независимым государством, дети стали литовский учить. Уже сейчас, поначалу тут очень мало кто по-литовски разговаривал. Сейчас очень много литовского языка тут появляется, да. Спасибо, да. Да не за что. Das ist spannend. Hier sind die Gebäude voller Graffitis, die Fenster eingeworfen. Es wirkt, als wäre es hier teilweise verlassen. Die Rentner sagen, die jungen Leute ziehen weg, es gibt keine Perspektiven. Die junge Familie sagt jedoch, es kommen jedes Jahr mehr Leute, die Stadt wächst, die Stadt hat Potenzial und wird immer lebenswerter. Also es ist so eine Stadt der Kontroverse, würde ich sagen. Man weiß nicht, was stimmt überhaupt. Mir fällt dieser Kontrast vor allem im Stadtbild auf. Man hat komplett verwahrloste und verlassene Gebäude. Und 50 Meter weiter ist es dann wieder total idyllisch. Und so scheint es ja auch bei den Meinungen der Leute zu sein. Ich werde nochmal mit mehr Leuten sprechen und hoffe, dass sich dann ein klareres Bild ergibt. Ну, при станции лучше было. Du warst лучше, да? Да. Потому что там было. Там была работа, да, сейчас сложно для молодых найти работу. Для работы сейчас на ней нет. Не найдет, да? Нет. Там осталось только, ну, что положено, то и осталось. Вот. А вы сам из Латвии или вы украинка, русская по национальности? Ой, у нас здесь не подразделяется. А, нет, да? Не подразделяется. Ну, это красиво, чтобы не разделяется. Нет, не подразделяется. Все хорошо и при советской. При станции было лучше, потому что молодежь больше приезжала. А. Приезжала. А сейчас не приезжает. Ну, уезжают. Советский Союз. Отсоединили и все. А вы пенсионерка? Пенсионерка. Пенсия хватает здесь в Литве или это сложно? Ну, пенсия по-разному. По-разному, да? Да. Но так как
работала на 90 рублей, пенсия маленькая. Ну и большинство такое осталось. Но кто на станции работал, там побольше. Хорошо, да? Да. Ну, последний вам комплимент. Вы выглядите очень хорошо. Это так стильный платье, очень стильное. Стильное. Это все советская власть. Отлично, спасибо вам, да? Хорошего. Man weiß nicht, was man denken soll. Irgendwie gefällt es einem, irgendwie ist es trotzdem trist, wenn man die Leute hört, dass die jungen Leute gar nicht mehr leben wollen und so. Irgendwie eine typisch sowjetische Stadt. Und ihr müsst wissen, das ist das Interessante, in Litauen gibt es keine sowjetischen Städte mehr. Litauen und das Baltikum an sich hat wirklich sich frei gemacht von dieser Vergangenheit, von dieser sowjetischen Vergangenheit. Deswegen ist es immer spannend, noch so einzelne Hotspots in den Ländern zu finden, die irgendwie in der Zeit stehen geblieben sind. Und das hat ja auch die Dame gesagt. Wir sind Sowjetbürger. Ich habe gefragt, woher kommt sie? Ist sie Ukrainerin, ist sie Russin? Sie ist nichts davon. Sie ist wie jeder hier, hat sie gesagt. Wir kommen alle aus der Sowjetunion. Das finde ich irgendwie auch irgendwas Schönes. So, die Leute gucken hier nicht auf die Nationalität. Und dieser Satz da sagt mir auch, das ist hier in der Zeit stehen geblieben. Weil die Aussage, 30 Jahre später immer noch zu sagen, wir sind aus der Sowjetunion, ist schon ein Knaller eigentlich. Hier seht ihr nochmal die Widersprüche. Da vorne, die Häuser waren verlassen und voll mit Graffiti. Und hier, finde ich, ist es für so eine Stadt, 2 Stunden außerhalb der Hauptstadt und für eine Kleinstadt relativ modern. Ihr habt irgendwie eine Wasserfontäne, die Häuser sind auf einmal alle sauber, nicht mehr verlassen. Stadt der Widersprüche, würde ich sagen. Obwohl, da habe ich ein Graffiti gefunden, aber nur eins. Oh, und, seht ihr das an? Ein sowjetisches Mosaik. Leute, diese Sachen suche ich immer in den Videos. Und ich kann euch versprechen, dieses Mosaik stammt aus Zeiten der Sowjetunion. Lege ich meine Hand für ins Feuer. Ihr recherchiert nach und schreibt es in die Kommentare. Aber ich wette, dieses Mosaik ist 30, 40 Jahre alt und war zu Zeiten des Atomkraftwerks, wurde das gemalt. Das macht auch Sinn, weil seht ihr diese Kugeln und diese... Ich glaube, das spiegelt das Atomkraftwerk wieder. Also meinst du, woran liegt es, dass die Wahrnehmung dieser Stadt zwischen den Generationen so unterschiedlich sind? Ich würde sagen, das liegt an 2 Gründen. Der erste Grund ist, dass die ältere Generation einen Vergleichsmaßstab hat und weiß, wie es früher war. Früher haben in diesem Atomkraftwerk, das hier bei der Stadt gelegen ist, über 5000 Mitarbeiter gearbeitet. Das heißt, hier wird mehr los gewesen sein, die Boulevards waren voll. Es gab junge Leute, weil für diese körperliche Arbeit brauchst du junge Leute. Das heißt, ich glaube, du hast eine andere Erfahrung in der Stadt. Und jetzt ist die Stadt ein bisschen leer, du hast keine jungen Leute mehr. Und ich glaube, deswegen sehen die älteren Leute es jetzt kritischer als zum Beispiel die junge Familie, die wir gefragt haben, weil sie einfach nicht wissen, wie es früher war. Und ich glaube, früher war es zumindest lebendiger in der Stadt. Und der zweite Grund ist, ja, wir kennen das alle, da gibt es keine Unterschiede zwischen Kulturen und Nationalitäten. Die ältere Generation sagt immer, damals war alles besser. Das spielt bestimmt auch eine Rolle. Leute lieben es, in der Vergangenheit zu schwelgen und dann zu sagen, früher war es besser. Also ich glaube deswegen, wenn man hier junge Leute fragen würde, würden sie, glaube ich, positiver berichten als die ältere Generation. So, ich würde es so einschätzen, ja. Was würdest du sagen, was ist das? Ich habe da hinten gesehen, es sah aus wie Geschäfte damals. Dann dachte ich, es ist vielleicht eine Schule. Ich weiß auch nicht, ob du es gesehen hast. Da hinten sind zum Beispiel Obdachlose unter der Brücke. Das ist wirklich ein starker Kontrast hier, weil da ist es schick. Hier ist wieder dieses verlassene öffentliche Gebäude. An jeder Ecke wird dieser Kontrast klar, finde ich. Was euch vielleicht schon unterbewusst aufgefallen ist im Video, man sieht hier im Zentrum gar keine Autos. Das ist typisch für diese ehemaligen Städte der Sowjetunion. Es gab die Boulevards, die waren wirklich für die Spazier-, für die Fußgänger, für die Fahrradfahrer. Autos wollte man hier nicht, das stört die Ruhe und ja, ihr habt es gesehen, wir sind durchgelaufen. Guckt euch nochmal das Video an, geht nochmal durch. Ich wette, ihr habt fast kein einziges Auto in diesem Video gesehen. Und die Arbeiter wurden dann nämlich einfach mit großen Bussen zur Arbeit gefahren. Das war schon in Nowa Huta so, habt ihr vielleicht das Video aus Polen gesehen. Da wurden sie in großen Bussen zum Stahlgewerk gebracht. Hier wurden sie mit großen Bussen zum Atomkraftwerk gebracht. Autos gibt es nur außerhalb der Stadt, also wenn wir uns jetzt umdrehen. Wenn man das Zentrum verlässt, gibt es außenrum, dann gibt es Autos und Straßen. Aber hier im Zentrum kommst du nicht rein mit dem Auto. Und das ist dieses Städtekonzept ganz typisch für die ehemalige Sowjetunion. Ja, wir müssen auf jeden Fall nochmal dahin. Der sieht hammermäßig zerstört aus.
Hier waren wir schon beim Intro, Leute. Das ist halt auch die Realität. Hier leben wirklich Menschen. Und ihr seht, wie runtergekommen das ist. Schon hart. Auf dem Weg zurück zum Auto habe ich eine Gruppe Jugendlicher angesprochen, die ich bei der Fontäne entdeckt habe. Ich wollte einfach herausfinden, ob sie die Einschätzung der älteren Generation teilen oder ob sie ihre Stadt komplett anders sehen. Ich bin schockiert, Leute. Ich bin mit der Erwartung hingegangen, dass sie mir sagen werden, ja, hier ist es langweilig zu leben. Die haben gesagt, hier ist es Klasna Prikolna zu leben. Also wunderbar, cool. Da habe ich gefragt, würdet ihr nicht später mal in Vilnius leben? Nein, hier ist es lustiger, hier ist mehr los für unsere Freundesgruppe. Und ich verarsche euch nicht, ich bin echt schockiert, ich bin nicht schockiert, dass sie positiv gestimmt sind, aber so positiv ist schon skurril, ja, interessant. Die andere junge Familie hat ja auch gesagt, dass es super ist. Ja. Also bestätigt sie eigentlich, dass die Jungen sagen, es ist geil und die Älteren sagen, nee, die Jungen hauen alle ab. Ja. Und ich glaube auch den Alten, dass es hier wenig junge Leute gibt, aber die, die da sind, die scheinen es irgendwie zu mögen. Es ist trotzdem überraschend. Also die Stadt, diese Boulevards und so sind ja schön, aber ich hätte jetzt vermutet, es ist trotzdem langweilig für junge Leute. Ich hätte gedacht, man will nach Vilnius, man will in irgendwelche Hauptstädte ziehen, man will aus dem, vielleicht sogar auswandern. Aber nein, das ist jetzt keine große Stichprobe, aber anscheinend gibt es ja auch echt junge Leute, die sagen, hier ist ein geiler Ort, ja. Genau das war eigentlich die Kernessenz oder die Idee hinter diesem Kommunismus, dieser Sowjetunion, die so eine ganz schreckliche Zeit war, durch die Akteure, die zu der Zeit regiert haben, einen Stalin, der massenweise Leute in Lager gepackt hat und umgebracht hat. Aber die positive Seite dieser Ideologie, die habe ich mir so vorgestellt. Leute, die hier gemütlich zusammenleben, die Boulevards nutzen. Also man wirkt so, als würde man hier gerade eine Idee leben und erleben, die vor 50 Jahren sich ausgedacht wurde und wahr geworden ist, wie Leute zusammenleben sollen. Ich verlasse Visaginas mit einem gemischten Gefühl. Ich meine, ich bin mit der Erwartung hergekommen, dass die Stadt vollkommen heruntergekommen und verwahrlost ist, und am Ende wurde ich doch positiv überrascht. Auch die Menschen dort haben mir ein gutes Gefühl für die Zukunft gegeben. Jetzt fahre ich zu einem Ort, an dem einfach über 1 Million Kreuze stehen. Warum das aber nicht nur mit Religion zu tun hat, erfahrt ihr im zweiten Teil dieser Litauen-Serie. So Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, das war eine Stadt der Gegensätze und ich bin gespannt, was in den nächsten Wochen so auf uns zukommt. Es geht weiter durch Litauen, es geht weiter mit The Soviet Project 9. Falls ihr das nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal gerne hier. Bei dieser Reise werde ich von den Jungs von 25 Native unterstützt, also checkt gerne deren Arbeit ab in der Videobeschreibung. Die machen echt geiles Zeugs in dem Bereich Videografie, Schnitt und so weiter. Also gerne auschecken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.